Also, es war so. Die Mina war 6 Jahre alt, hatte blonde Haare und grüne Augen. Und ein paar Buben vom Kindergarten haben sie hohe Herzen gefunden. Aber aus dem hat sich die Mina nichts gemacht. Einmal in der Nacht, die Mina war gerade eingeschlafen, ist sie von einem Krokodil angegriffen worden. Sie ist am Ufer vom gefährlichen Kongo-Fluss spaziert, wo Menschenfresser badet und gesünnelt haben und in der Sonne eingeschlafen sind, nachdem sie einander aufgefressen haben. Alle waren nett. Keiner hat geschrauen oder geflucht. Und keiner hat es komisch gefunden, dass man sich gegenseitig auffrisst. Wobei, sie haben nur die Beine gefressen, mit Ketchup. Und ohne Sinn vom Brot. Die Mina hat keine Lust auf Beine mit Ketchup und ist zum Wasser gegangen. Sie wollte baden. Aber da ist das Krokodil gekommen. Es war klein und grün. Und sie hat das Kind vom Papa sein Bulli. Auch wenn es grösser war und echt und sich bewegt hat. «Hey!» hat sie gerufen. «Bist vom Papa sein Bulli abgehauen? Schwimm lieber zurück, sonst wird der Fuchsteufels wild!» Aber das Krokodil ist nur blöd rumgeschwommen, hat Mina böse angelotzt und gesagt, dass es überhaupt nicht begreife, was sie meine. Es sei ein gefährliches Krokodil aus dem Kongo-Fluss und damit basta. Sie soll nur aufpassen. «Pass doch selber auf!» hat Mina gesagt. «Und schwimm sofort zurück auf den Pulli vom Papa!» «Fang dir doch selber ins Gutzli!» hat das Krokodil wütig gesagt, ist aus dem Wasser gekommen und hat Mina ins Gutzli gebissen. Also in ihr Viertel. Es war das erste Mal, dass Mina von einem Krokodil gebissen worden ist. Sie war ja erst 6. Sie ist aufgewacht und hat gespürt, dass es wehtut. Zuerst ist sie nur da gelegen und hat probiert herauszufinden, wie fest es wehtut. Ob es Koga wehtut oder nur ein bisschen. Oder ob es nötig ist, zu schreien wie am Spiess, damit der Papa oder die Mama kommt. Sie hat sich fast nicht entscheiden. Aber da ist ihr wieder eingefallen, wie schrecklich es war, wo das grüne Krokodil sie angegriffen und an ihrem Füttchen umgeknabbert hat. Also doch, Koga, hat Mina gedacht und angefangen zu brüllen. Ihr Papa ist ins Zimmer gekommen und hat ausgesehen, als hätte man einen Teller Spaghetti über seinem Kopf ausgeleert. «Was ist?» hat er gefragt. «Ich will schlafen.» «Ein Krokodil hat mich gebissen.» «Wo?» «Ins Viertel», hat Mina gesagt und hergezeigt. «Und wirklich? Da ist ein riesig grosser Fleck. Grösser als ein 20erli.» «Das ist ein Muckerstein», hat der Papa gesagt. «Kein Grund, so ein Theater zu machen.» «Aber es war ein Krokodil. Ich habe es ja selber gesehen. Es war grün. Ein Muggen ist nicht grün und gross wie ein Krokodil.» «Schlaf jetzt, mein Schatz. Probier doch einfach einmal zu verstehen, ich muss schlafen.» «Es ist Sonntag», hat der Papa gesagt, ist aufgestanden und hat die Türe zu machen. «Ich bin aber gebissen worden.» «Du hast geträumt. Schlaf jetzt, das ist nichts.» «Ich weiss, wenn ich träume. Und das habe ich nicht geträumt.» «Hör auf zu spintisieren. Sonst wirst du noch wieder Grossvater.» «Ich will werden wie der Grossvater», hat Mina gesagt. «Er würde mich gegen das Krokodil verteidigen.» «Natürlich. Aber du wächst Moa», hat ihr Papa gesagt. Ist in sein Zimmer gegangen, hat sich im Bett zusammengerugelt und ist sicher sofort eingeschlafen. Die Moa ist mit grossen Augen im Bett gesessen. «Krokodil», hat sie gesagt. «Die Moa will auch Krokodil, wo bist?» Sie hat wirklich können nerven. «Lang dir doch selber ins Gutzli», hat Mina gesagt. «Immer willst du auch alles haben.» Die Mina hat genau gewusst, dass das kein Traum war. Niemand hat sie ernst genommen. Also, Krise. «Ich muss jemanden finden, der mich beschützt, wenn ich in Not bin», hat Mina gedacht. «Man muss einen Wohltäter haben, das hat der Großvater auch immer gesagt. Das ist einer, der immer da ist. Zum Beispiel, wenn die Grossen «Probier doch einfach einmal zu verstehen» sagen und schlafen wollen. Oder im Fernsehen Skirennen schauen. «Ich muss dem Grossvater anrufen», hat Mina gedacht. «Er ist der Einzige, der den Ernst von dieser Lage versteht.» Und dann ist sie wieder eingeschlafen. Am Morgen ist Mina als erstes zum Papa sein Bulli gegangen. Schauen, ob das Krokodil noch da ist. Aber sie war nicht mehr da.
Die Mina ist runtergegangen in die Küche und hat am Grossvater angerufen. Aber er hat nicht abgenommen. Im Stubenfenster ist die Katze gehockt. Niemand da zum Reden. Der Grossvater ist sicher mit der Mischa spazieren. Seiner Hündin. Also hat die Mina bei ihrer Lieblingscousine, der Ia, probiert. Aber der Mats, ihr Papa, ist ans Telefon gekommen. «Weisst du, wie spät es ist?» hat er gesagt. «Es ist erst 8 Uhr und ich bin uhuere müde und muss schlafen.» «Warum bist du so müde?» «Ich bin kein bisschen müde, auch wenn ich heute Nacht von einem Krokodil gebissen worden bin.» «Mein Liebes», hat der Onkel Mats gesagt. «Liebe Mina, probier doch einfach einmal zu verstehen. Ich bin uhuere müde und fertig. Und es ist Sonntag. Ich habe Angst, dass das Krokodil wieder kommt. Red mit der Ria, aber nicht jetzt. Und lüt beim nächsten Mal nicht wieder so früh an. Wie früh soll ich denn beim nächsten Mal? Gar nicht, hat der Onkel Mats gesagt und der Hörer aufgelegt. Hoffnungslos, hat Mina gedacht. Die Mama und der Papa schlafen, die Moa spielt Computerspiele und der Grossvater ist nicht da. So hat es eigentlich angefangen, bevor alles andere passiert ist. Die lebensgefährliche Expedition zum Dreihüllenberg. Und das mit den Wölfen und ihrem Jungen.